Panam? Hier spricht Vi. Vi? Was für eine Vi? Hey, Lust auf einen neuen Job? Oder hast du meine Nummer? Von Rogue. Ach, toll! Verdammte Scheiße! Wie will die sadistische Schurle mich als nächstes ficken? Was zwischen Rogue und dir abgeht, geht mir am Arsch vorbei. Ich habe einen Job für dich. Gut, aber ich bin derzeit ausgelastet. Wegen der Ware und deinem Auto? Du willst sie zurück? Dabei kann ich dir helfen. Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Kann ich dir was bringen? Ripper ist schon unterwegs. Fuck. So eine Scheiße. Warum sind wir nicht im Krankenhaus? Fuck. Sag was, Schirm. Irgendwas. Hey, Panam? Du bist also wie? Also, wo ist mein Auto? Wir können einander helfen, meinte Rogue. Hätte ich mir ja denken können. Na gut, sag mir, was du weißt. Oder kriech zurück in Rogues Arsch und richte ihr aus, dass sie verrecken soll. Hey, komm schon. Bleib ruhig, okay? Du mich auch. Schon gut. Ich weiß, wo die Ware und dein Auto ist. Aber wenn du alleine gehst, kriegst du sie nicht zurück. Und gehst vielleicht dabei drauf. Also, lass uns was aushandeln. Was willst du? Ich muss einen Kangtao-Transport überfallen. Wird nicht leicht. Kann ich auf dich zählen? Sag mal, hat man dir ins Hirn gefickt? Weil ich mit dir arbeiten will oder wegen dem Job?
Kang Taos AV soll über die Jackson Plains fliegen. Angeblich gut für uns. Das bezweifle ich. Da ist ein Typ an Bord. Ich muss mit ihm reden. Scheiße. Im Gegenzug gibt's Infos zu deiner Ladung und ich helfe dir, dein Zeug zurückzuholen. Deal? Ich weiß nicht. Ich... Scheiße! Deal. Aber wenn du deinen Scheiß erledigt haben willst, brauchen wir erst meinen Thornton zurück. Also, wo ist er? Dein Auto ist in Rocky Ridge. Du weißt angeblich, wo das ist. Die Ware ist auch dort. Nash, du arschgefickte Missgeburt! Ich dreh dir den Hals um! Rocky Ridge. Auf geht's. Warte mal. Ich muss kurz nachdenken. Fuck. Ja. Wir brauchen Verstärkung. Wir müssen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Sagst du mir wo? Eine Sekunde. Ich muss den Kunden anrufen und überreden, den Bastard hängen zu lassen. Sie will den Deal hinter Rogues Rücken durchziehen? Ziemlich mutig. Oder bekloppter als ein altes Schlagzeug. Boss, hey. Nash will dir die Ware in Rocky Ridge übergeben. Weißt du, der Hurensohn hat mich gefickt. Boss, ich erledige das selbst. Gib mir bitte eine Chance. Boss, komm schon. Wie oft bin ich schon für dich gefahren? Und wie oft habe ich dich dabei enttäuscht? Ich schwöre es. Nachts? Okay. Nein, sag das Treffen nicht ab. Geh einfach nicht hin. Ich kümmere mich um alles. Das fragst du noch? Natürlich werde ich das. Danke, Boss. Du wirst es nicht bereuen. Okay, ich habe uns etwas Zeit verschafft. Also, wohin geht's? Aldecaldo-Lager. Muss Leute aus meinem alten Clan treffen. Scheinst nicht gerade begeistert. Nicht dein Problem, wie. Ich habe da noch Freunde. Cool, dann mal los. Spring rein. Wo hast du das Auto her? Direkt aus einem Vorgarten in Rancho? Ja, ganz genau. Ist das ein Problem? Für mich? Absolut nicht. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Leck mich doch. Wie kam's überhaupt zu dieser Scheiße? Mochte die Farbe. Duftbaum und Kindersitz waren ein weiteres Plus. Du weißt genau, dass ich nicht vom Auto rede. Was willst du denn hören? Dass mein Partner mich ausgeraubt hat und ich ihm das nicht durchgehen lassen kann? Dass mein Fixer mir die Arschkarte zugeschoben hat? Was ist denn mit dir? Wofür brauchst du diesen AV-Clown überhaupt? Dieser Clown hat Infos. Die brauche ich. Und zwar bevor mir die Zeit davon rennt. Warum hat sie mir nicht gesagt, was sie über Nash weiß? Rogue? Hab keine Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich kann die Schlampe echt nicht ausstehen. Weißt du was? Scheiß auf Rogue. Was kümmert die dich überhaupt? Vielleicht brauche ich das Geld. Lass dich nicht von ihr manipulieren. Sie ist nicht der einzige Fixer in der Stadt. Und doch bist du nur hier, weil sie dich geschickt hat. Aber im Gegensatz zu dir heule ich hier nicht rum. Du kennst sie nicht. Kein Stück. Hat sie dir gesagt, dass sie mir Nash angehängt hat? Und wie sie dabei ausgelassen hat, dass Nash zu Ruffins Schiff gehört? Moment mal. Nash ist ein Ruffin? Ja, arbeitet mit den Wraiths, der größten Ruffin-Gruppierung in der Gegend. Du weißt, was das für Leute sind, oder? Nomaden, die von ihren Clans rausgeschmissen wurden. Ja, zum Großteil. Nomaden schmeißen ihre Leute nicht ohne Grund raus. Von daher, Mörder, Vergewaltiger, Psychopathen. Ließen sich in Banden, manchmal richtigen Gangs zusammen. Viele werden gesucht, haben Haftbefehle am Arsch. Scheiße. Und diese Fotze hat mich mit so einem Abschaum arbeiten lassen. Rogue hatte sicher ihre Gründe. Was du nicht sagst. Rogue macht den Mund erst auf, wenn sie alle Vor- und Nachteile durchdacht hat und weiß, was sie preisgibt und was nicht. Sie
an. Wen hat der Wind denn hier reingeweht? Ist das ein Gespenst? Oder bin ich immer noch besoffen? Ah, fickt euch doch. Und wer ist das? Babysitterin. Wie? Das sind Scorpion und Mitch. Zwei alte Freunde. Von wegen Babysitterin. Eher ihre Partnerin. Mhm. Was treibt dich denn hier raus, Stadtmädchen? Die große Stadt ist zu klein für sie geworden. Hast du eine Ahnung, wie sauer der Alte sein wird, wenn er dich hier sieht? Bin nur für einen Moment hier. Saul muss davon ja nichts erfahren. Wir brauchen eure Hilfe. Wobei, worum geht's hier? Die Ruffen haben Panam beschissen. Sie will ihnen zeigen, dass das eine dumme Idee war. Wie schlimm haben sie dich erwischt? Schlimm genug, dass ich mir freiwillig euer Gelaber anhöre. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Aber gerade ist es schlecht. Ernsthaft? Ihr helft mir nicht? Na, der Alte will, dass wir diese Generatoren wieder zum Laufen bringen, weil die Batterien hochgegangen sind. Generatoren? Ihr helft mir nicht wegen irgendwelcher Scheißgeneratoren? Ist das ein Witz? Wir schaffen's auch ohne sie. Schnauze! Sei kein Arschloch, Mitch. Ihr müsst mir helfen. Diesmal geht's nicht. Wir werden hier gebraucht. Scheiße! Ich fass es nicht! Also bleibt ihr hier sitzen, weil Saul euch das gesagt hat? Ich bin euch wohl scheißegal. Panam. Es geht nicht um Saul. Es geht um den Clan. Das weißt du genau. Hör zu. Wir können das Lager nicht verlassen. Keine Chance. Aber... Saul hat nichts von Ausrüstung gesagt. Okay. Dann brauche ich dein Gewehr. Und auch noch ein paar meiner eigenen Sachen. Nimm, was du willst. Und pass auf dich auf da draußen. Danke, Jungs. Ich schnapp mir die Ausrüstung, dann seid ihr mich wieder los. Sieht aus, als hättest du nur mich. Mhm. Enttäuscht? Weiß nicht. Hm, vielleicht ein bisschen. Hey, Panam. Bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Hast du Neuzugang mitgebracht? Weiß Saul davon? Geht dich nichts an. Hilfst du mir mal? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Hast du dich mit Saul versöhnt? Kommst du zurück? Panam, kommst du nachher bei mir vorbei, Süßer? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. Also, bin dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Wir können los. Spring rein. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Hatte nicht so viel Glück wie du. Verstehe. Rocky Ridge. Ein leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder?
Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Waren die beiden beim Militär? Scorp und Mitch? Ja, Panzerjungen. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjungen? Haben Sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Okay. Wir sind da. Gut. Was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Rocky Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Naja, das wird schon. Die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafostation angucken. Okay. Die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge! Komm runter! Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge. Ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung. Klingt hervorragend. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay. Zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie.
rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich gehe hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool, dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Jetzt warten wir. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Okay. Gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Da kommen sie, in meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, nähte ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Wartet hier auf sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht. Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Sieht das verlassen aus? Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Seht euch um. Sucht jeden Winkel ab. Ich bin drin. Ruft mich, wenn ihr sie seht. Bin aufgeflogen. Scheiße. Gebt ihr Deckung. Jetzt müssen wir sie alle kalt.
Bring das Auto hier raus. Steht zu viel auf dem Spiel. Na gut. Wir treffen uns an der Stadtgrenze. Norden. Lies mein Baby nicht zu sehr ans Herz. Gehört mir. Bis später. Rutsch rüber. Ich fahre. Worauf wartest du? Ist ja gut. Ich überlasse das Fahren den Profis. Endlich. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Traumwagen. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du? Hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie. Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Panam. Hör zu. Ich hab nen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht und ich... Hör mir einfach zu, verdammt nochmal! Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Danke, W. Was Nash getan hat. Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Ich hab ihm wirklich vertraut. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Keine Frage, ohne mit der Wimper zu zucken. Bring bis zu Ende. Bist du bereit? Holen wir ihn uns. Stop.
Wichser kommt von der anderen Seite. Du hast der Falkengang ans Bein gepisst. Scharfschütze! Alles für die Gang! Netrunner, mach jetzt keinen Scheiß! Umzingel das Arschloch! Gute Arbeit, B! Muss nachladen! No, absolut Nova! Ziemlich beeindruckend, ich geb's ja zu! Fuck!
Rogue. Panam. Wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? Und die Ware für Sixth Street? Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich lieb darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mir meinen Anteil vorher auszahlen lassen, Schätzchen. Aber ich bin gerührt. Hab mich gefragt, ob du den Deal während deines Rachefeldzugs nicht vergessen hast. Fuck! Lass uns hier verschwinden. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arm. Hey, Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motor. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam! Wie geht's, Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ha, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Wir arbeiten zusammen. Du wechselst deine Chumbas wie andere ihre Schlüpfer, Mädchen. Hier. Erstklassige Ware. Mhm. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Die Ruffen sind tot, Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Hey, Noah. Hey. Neue Auftraggeberin oder neue Freundin? Dreimal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Rosef, 2. Dieses Paket für Sixth Street. Was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Prost. Auf das, was vor uns liegt. Auf die Zukunft. Noch eins, bitte. Danke, Noah. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst.
Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier zwei Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Vielleicht nur ein Zimmer? Mhm. Noah hat in allen Zimmern zwei Einzelbetten. So sparen wir Geld. Nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß. Es ist nur, ich bin froh, dass wir uns getroffen haben, daher... Schon gut. Ich bin auch froh. Das war ein verdammt harter Tag. Aber wir haben ihn überlebt. Und, das werden wir morgen auch. Das höre ich gern. Alles okay zwischen uns? Mhm. Ja. Noah, wir brauchen ein Zimmer. Einzelbetten. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. Nacht.